Ich werde heute Abend zum Thema drei Merkmale des Daseins, drei Tore der Befreiung sprechen. Immer wieder täglich, stündlich, minütlich passiert es uns, dass wir Unangenehmes erleben, dass wir Kummer, Sorge und Schmerz erfahren, dass wir frustriert sind, dass wir uns ungeliebt fühlen, kurz, dass wir leiden. Immer oder jedenfalls oft, wenn wir in solchen Zuständen und Situationen sind, fragen wir uns, ob was mit dem Leben vielleicht nicht stimmt, ob etwas mit uns nicht stimmt. Wir überlegen uns vielleicht, wie alles sein müsste, wie das Dasein sein sollte. Wir investieren in Hoffnung und vielleicht in Furcht, glauben, dass das Leben bald besser wird oder befürchten, dass es so bleibt oder noch schlimmer wird. All diese Reaktionen, diese Haltungen sind verständlich und ganz natürlich, aber sie sind nicht sehr hilfreich. Tatsächlich sind sie sogar nutzlos bis kontraproduktiv. Warum? Die Antwort ist ziemlich einfach und offensichtlich. Weil das Universum, das Leben, das Dasein grundsätzlich schon okay ist, so wie es ist. Das Problem sind wir. Das Problem sind die Menschen, sind wir selbst. Was dem so sein soll, ist vielleicht wiederum etwas schwer zu verstehen. Vielleicht theoretisch okay, emotionell eher schwer zu akzeptieren. Wenn das Dasein okay sein soll, während wir trotzdem leiden, wo liegt der Hund begraben? Ist von meinem Lehrer Geschrapten. Sagt, die Wirklichkeit ist vollkommen in sich selbst. Schönheit wohnt jedem Ding inne und der Same der Vollkommenheit ist in jedem Lebewesen. Die Natur ist da, so wie sie ist. Samsara, der Kreislauf des Leidens, in dem wir gefangen sind, bezieht sich nicht auf die äußeren Dinge, sondern auf den Zustand unseres Geistes und Herzens. Es ist eine Geisteshaltung. Es ist Täuschung, die Verwirrung des Geistes und Herzens. Der Ursprung des Leidens ist die Verblendung unseres eigenen Geistes. Das ist es, was inneres Leiden verursacht. Alle Ursachen des Leidens wie Verlangen, Anhaften, Ablehnung, Hass, Täuschung schaffen Leiden in unserem Herz und Geist. Es sind diese Geistesfaktoren oder Geistesfunktionen, diese Unreinheiten des Geistes und des Herzens, dieses Bevorzugen und Ablehnen, von denen wir uns abkehren müssen. Deshalb braucht es eine Umkehr tief in unserem Herz und Geist, ein Wandel in unserer Motivation für all unser Tun, aus der tiefsten Ebene unseres Bewusstseins. Geschrappten, soweit. Wenn also all unsere inneren Schwierigkeiten und Leiden mit der Verblendung und mit der Täuschung beginnen. Was ist denn diese Verblendung? Was ist gemeint damit? Oder vielleicht noch besser gefragt, wie wirken sich Verblendung und Täuschung aus? Sie wirken sich als sogenannte verkehrte Wahrnehmungen aus. Infolge von Verblendung und Täuschung, und zwar in unserer Wahrnehmung eingebaute Verblendung und Täuschung, sehen und erfahren wir das Dasein anders, als es wirklich ist, nämlich unrealistisch, in einer bestimmten Art und Weise unrealistisch. Wenn wir vergleichsweise mit einer Straßenkarte von Deutschland in Frankreich herumfahren, gibt es Probleme, etwas passt nicht. Wenn wir als Gartenbaufirma dem Kunden, einem Tulpenfan, Tulpenbeete für den nächsten Frühling versprechen, aber Gladiolenzwiebeln setzen, gibt es spätestens im Mai ein böses Erwachen. Wenn wir glauben, Gemüse fürs Mittagessen eingekauft zu haben, aber Zierkürbisse erwischt haben, könnte mir zum Beispiel passieren, werden wir spätestens um 12.30 Uhr mittags eine Enttäuschung erleben. Es wird von den Verkehrtheiten gesprochen. Mit dieser Brille der Täuschung sehen wir Konstanz
im Vergänglichen. Bleibendes Glück oder Erfüllung in dem, was unzulänglich ist, was nicht dauerhaft befriedigend ist. Und selbst in dem, was nicht selbst ist. Und wir erfahren dadurch viel Leiden. Es ist ein bisschen so, wie wenn wir eine heiße Mahlzeit im Kühlschrank suchen würden, sagt Ajahn Viradhammo. Irgendetwas passt nicht. Diese Verkehrtheiten oder Halluzinationen und Abirrungen, wie sie auch genannt werden, wohnen all unseren Wahrnehmungen inne. Klingt schon ziemlich frech bis anmaßend, aber es ist so. Wir sind davon infiziert, ständig. Vielleicht ein bisschen wie eine Art raffinierten Virenprogramms, das ständig auf unserem Computer läuft und Probleme anrichtet, ohne dass wir davon eine Ahnung haben. Wenn wir uns vorstellen, Viren, die nicht einfach den Computer runterfahren. Oder wie das jetzt neuerdings scheinbar passiert, dass Computer irgendwo in den USA oder Indien unseren Computer nicht mit Viren infizieren, sondern so infizieren, dass sie ihn brauchen können, dass sie einen Teil davon brauchen können. Und der Rest funktioniert immer noch nicht mehr richtig oder nicht mehr so schnell oder nicht mehr so präzise. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber haben keine Ahnung, warum. Und Norton kriegt es nicht mit. Oder McAfee. Die getäuschte oder verkehrte Wahrnehmung bewirkt getäuschtes, unrealistisches Denken über die Welt, über die Dinge, über sich selbst. So wie verkehrte Sichtweisen, das heißt getäuschte Projektionen auf und getäuschte Identifikation mit allen Dingen des Daseins. Wenn das, was aussieht wie ein gewundenes Seil in unserem Schoß, in Tat und Wahrheit eine Kobra ist, haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob ihr das sagt, das meine ich mit unrealistisch. Wir glauben etwas als richtig wahrzunehmen, was in Wirklichkeit etwas anderes ist. Ich weiß nicht, ob Kobras wirklich wie Seile aussehen, aber vielleicht gibt es andere Schlangen, die ähnlich aussehen würden. Hier liegt einer der Kernpunkte der Lehre Buddhas und hier unterscheidet sich unter anderem von vielen anderen spirituellen und auch von therapeutischen Ansätzen. Der Buddha lehrte im Vipalasa Sutta, der Lehrrede von den Verkehrtheiten. Aber die Erwachten, die Edlen, das sind die Buddhas, erscheinen in der Welt, die Welt erhellend. Sie lehren den Dharma, der zur Beendigung des Leidens führt. Wenn die der Unterscheidung Fähigen hören, kommen sie zu Bewusstsein. Sie sehen Vergänglichkeit im Vergänglichen, im Wechselhaften, im Unstabilen. Sie sehen Unbefriedigendes im Unbefriedigenden, im Nichterfüllenden. Und sie sehen, was ohne Selbst ist, als Nicht-Selbst. Das heißt, als nicht getrennt und nicht unabhängig existierend. Mit richtiger Sichtweise überwinden sie Kummer und Leiden. Und die Welt ist tatsächlich Anicca, Dukkha, Anatta und Shunyata. Sie ist ständig wandelnd und nicht fähig, uns Bleiben zu erfüllen, ohne festen Kern und leer von Ergreifbarem, das wir dann auch behalten könnten. Und was heißt vergänglich hier? Vergänglich heißt, dass alles, was entstanden ist, wieder vergehen wird. Dass alles, was aufgebaut wurde, wieder zerfallen wird. Dass alle und alles, was geboren worden ist, sterben wird. Dass alles, was zusammengekommen ist, was sich vereint hat, wieder getrennt werden wird. Alles. Gutes und Schlechtes, Angenehmes und Leidvolles, Heiliges und Profanes. Alles kommt und geht. Manchmal geht's länger. Bei Alpen geht es sehr lange. Nicht gemessen am Alter der Erde, aber doch gemessen an uns ziemlich lange. Die werden, glaube ich, nur 1 Millimeter im Jahr größer oder kleiner.
Was ist das Leben? Es ist das Aufleuchten eines Leuchtkäfers in der Nacht. Es ist der kleine Schatten, der durch das Gras rennt und sich im Sonnenuntergang verliert, sagt der Indianer Crowfoot. Und Ryokan, japanischer Zen-Poet, sagt: Eines Tages werde ich ein verwitterter Totenschädel sein, der auf ein Graspolster ruht und dem ein paar verirrte Vögel ein Ständchen darbringen. Könige und gewöhnliche Leute enden auf die gleiche Weise. Sie vergehen wie der Traum der letzten Nacht. Vergänglich und nicht festhaltbar. Woody Allen versucht auch gleich, das Problem auf seine Art anzugehen, wenn er sagt: Vor dem Tod habe ich keine Angst. Ich will bloß nicht dabei sein, wenn's klappt. Was sich ständig wandelt und immer wieder vergeht, kann keine bleibende Befriedigung geben, kann nicht definitiv Erfüllung bringen. Sei es die Schwarzwäldertorte oder das gesunde Brot, sei es die Liebesnacht oder die Askese, sei es der Ärger oder die bedingungslose Güte. Es reicht nicht bleibend. Es kann uns nicht bleibend erfüllen, weil es sich letztlich wandelt und vergeht. Und es ist in diesem Sinne Dukkha, unzulänglich, ungenügend. Und in dem Maß wir uns daran festhalten, uns darauf verlassen wollen, frustrierend. Der Buddha sprach: Ob Erleuchtete in der Welt erscheinen oder nicht, Tatsache ist, feste, notwendige Daseinsbedingung ist, dass alle Gebilde vergänglich sind, unerfüllend und unpersönlich. Was aber vergänglich und unerfüllend ist und dem Wechsel unterworfen, kann man wohl damit recht sagen: Das gehört mir, das bin ich. Nein, o Ehrfürchtiger, antworteten da die Mönche, die haben fast immer das Richtige gesagt. Daher hat man in Bezug auf Körper, Gefühle, Wahrnehmung, Bilderkräfte und Bewusstsein, also in Bezug auf eine Person, auf einen Menschen, der Wahrheit gemäß in rechter Einsicht zu verstehen: Das gehört nicht mir, das bin nicht ich. Und er fährt fort, und hier kommt das Wesentliche: In jenen, die alle Gebilde oder alle Dinge des Daseins als vergänglich, als unerfüllend und als unpersönlich oder nicht selbst erkennen, kommen die Daseinsfesseln zum Schwinden. Und erkennen ist eben mehr als nicken und finden, ja, klingt gut, oder was immer es mit jeder Faser unseres Seins verstanden zu haben. Und die Daseinsfesseln ist alles, was uns inneres Leiden schafft und was uns unfrei macht. Die Täuschung, die Begierde, das Anhaften, der Ärger, die Wut, der Hass, Neid, Eifersucht, Dünkel und der ganze Rest, grob oder subtil. All das kommt letztlich zum Schwinden. Das klingt doch gar nicht so schlecht, wenn ihr euch vorstellt, das wäre alles weg. Sind wir ziemlich tief in Frieden mit den Dingen, wie sie sind. Normalerweise oder oft denken wir, dass die Vergänglichkeit das Problem sei, vor allem wenn Dinge vergehen, die wir behalten möchten, Dinge vergehen, die angenehm sind oder versprechen, angenehm zu werden. Aber stellt euch vor, alles wäre plötzlich unvergänglich. Wie im Dornröschen, wenn ihr euch erinnert, da im Schloss. Der Koch mit der erhobenen Kelle in der Hand, der gerade den Küchenjungen schlagen wollte, das hat mich als Kind wahnsinnig beeindruckt. Der ist so eingefroren. Für 200 Jahre, glaube ich, bis der Prinz irgendwas gemacht hat. Ich glaube, die Prinzessin geküsst oder was immer. Die Dornen durchschnitten und all das. Also Permanenz wäre auch nicht unbedingt so toll. Wenn wir ein solides Selbst wären oder hätten, könnten wir uns nie mehr verändern. Wir könnten uns nicht entwickeln, wir könnten nicht innerlich wachsen, wir könnten uns nicht entfalten. Festgefroren. Vergänglichkeit ist also schon okay. Das Problem sind also wir. Alle Schwierigkeiten, alles innere Leiden entspringt unserer inneren Haltung. Und vielleicht habt ihr das jetzt schon
bisschen oft gehört seit gestern Abend, innere Haltung, die Art und Weise, wie wir den Dingen begegnen. Es entspringt der inneren Haltung des Erfassens und Festhaltens, dem Kontrollzwang, dem Sicherheitswahn, den endlosen Erwartungen und Befürchtungen oder entspringt einfach der Verblendung, wie beim Mann in dieser Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie genau hier hinpasst. Ich mag sie einfach gut. Der Verblendung, wie wir uns selber Leiden schaffen. In der Fabrik war Mittagspause und ein Arbeiter öffnete trübselig sein Lunchpaket. Ach nein, sagte er laut, schon wieder Käsebrote. So ging es 2, 3, 4 Mal hintereinander. Dann sagte ein Kollege, der das Gebrumme des Mannes gehört hatte, wenn du Käsebrote so sehr hast, warum sagst du dann nicht deiner Frau, sie soll dir andere Brote machen? Weil ich nicht verheiratet bin, ich mache mir die Brote selbst. Etwas mit Verblendung zu tun. Das Leben, das Dasein ist, wie es ist, steht nicht zur Diskussion. Unser Umgang damit aber sehr, unsere innere Haltung aber schon. Wie Geshe Rabten sagte, ich wiederhole, die Wirklichkeit ist vollkommen in sich selbst, Schönheit wohnt jedem Ding inne und der Same der Vollkommenheit jedem Lebewesen. Die Natur ist da, so wie sie ist. Der Kreislauf des Leidens bezieht sich nicht auf die äußeren Dinge, sondern auf den Zustand unseres Geistes. Es ist eine Geisteshaltung. Es ist die Täuschung oder die Verwirrung des Geistes. Das ist es, was Leiden verursacht. Und davon müssen wir uns abwenden. Buddha lehrte über diese Umkehr der Innenhaltung. Was schön und wunderbar ist in der Welt, bleibt so. Aber die Weisen verlangen nicht mehr daran oder sie lechzen nicht mehr daran. Oder die Weisen rennen ihm nicht mehr hinterher. Ajahn Chah, den ich heute Vormittag zitiert habe, bekannte Meister der Thai-Wahlkloster-Tradition, soll eine sehr schöne Schale, eine Trinkschale gehabt haben und die er in der Hand hielt und erklärte, wenn wir diese Schale betrachten, als wäre sie schon zerschlagen, werden wir nicht an ihr anhaften und nicht leiden, sollte sie tatsächlich verbrechen. Dann können wir uns wirklich an ihre Schönheit erfreuen. Thich Nhat Hanh sagt, Vergänglichkeit ist gute Nachricht, good news. Ohne Vergänglichkeit hätten wir keine Möglichkeiten. Dank der Vergänglichkeit sind Tür und Tore offen für Veränderung und für Verbesserung. Vergänglichkeit ist ein Mittel für unsere Befreiung, aber natürlich nicht das Anhaften an den Dingen, die vergänglich sind. Dies bedeutet, dass jedes dieser Daseinsmerkmale der Unstetigkeit und Vergänglichkeit, der Unzulänglichkeit und des Nicht-Selbst, wenn wir sie zutiefst erkennen und auch zutiefst annehmen, zum Tor der Befreiung werden können. Also die Erkenntnis, wenn ihr euch erinnert, Vipassana heißt Erkenntnismeditation und meint zum Beispiel Erkenntnis dieser Wirklichkeit. Entsprechend den drei Merkmalen des Daseins, eben Vergänglichkeit, Unzulänglichkeit und Nicht-Selbstexistenz oder Nicht-Selbst, gibt es drei Tore oder wird von drei Toren der Befreiung gesprochen. Wer Vergänglichkeit sieht, unaufhaltsames, rapides Moment zu Moment entstehen und vergehen, sieht und erfährt und wird langsam aber sicher aufhören, zu ergreifen, zu erfassen, festzuhalten. Und tiefes Loslassen und Annehmen entsteht, tiefe Gelassenheit entsteht. Und Befreiung durch das sogenannte Tor der Bedingungslosigkeit wird möglich. Ich habe es auch schon gestern Abend erwähnt. Der Hinweis immer wieder darauf, dass die Moment-zu-Moment-Erfahrung sich ständig verändert. Und meistens können wir nicht viel damit anfangen. So what? Vielleicht sehen wir es, vielleicht nicht, aber was soll's? Ich möchte jetzt endlich meine Meditationserfahrungen verbessern. Das macht auch Sinn am ersten Tag. Aber vielleicht lohnt es sich auch von Anfang an zu versuchen zu verstehen,
wohin das Ganze führen soll. Es ist eine innere Freiheit, eine tiefe Gelassenheit, die dadurch entsteht, dass wir wirklich zutiefst begreifen, wie unser Leben, unsere Moment zu erfahren, was sich da wirklich abspielt. Und vielleicht auch zu sehen, wie es uns gelungen ist und ständig gelingt, über diese sich ständig wandelnde Wirklichkeit eine Art solide Welt zu konstruieren, an die wir glauben, an der wir festhalten und die klappt, bis etwas wieder nicht aufgeht, was immer es sein mag. Plötzlich geht er, plötzlich geht sie, plötzlich stirbt er, plötzlich stirbt sie. Krankheiten, was mit Eltern passiert, was mit Kindern passiert, was mit uns passiert, was mit Flugzeugen passiert, was mit Schiffen passiert, was mit Erdbeben passiert, dann bricht plötzlich die ganze Welt zusammen, das Gefühl, das kann nicht sein, weil wir grundsätzlich nicht wissen wollen, dass wir in einer nicht fixierten, in einer nicht festhaltbaren, in einer nicht soliden Welt leben und auch selbst überhaupt nicht solid sind. Wenn ihr euch vorstellt, auch wenn es nur theoretisch ist, wenn wir das zutiefst akzeptieren könnten, würden, auf jeden Moment angewendet, außerordentliche Freiheit, weil dann beginnt alles viel tiefer okay zu sein. Weil es ist so, es ist nicht ein buddhistisches Ding. Die Welt ist solid und toll und wunderbar, nur manchmal klappt's nicht. Aber die Buddhisten versuchen uns Vergänglichkeit unterzujubeln. Sie ist vergänglich. Und deshalb der Hinweis, wenn ihr praktiziert, ist, wenn ihr euch erinnert an Sayadaw Techaniya gestern, ist nicht so wichtig, was die momentane Erfahrung ist, sondern dass ihr seht, wie sie sich ständig verändert. Und das sieht man ja wirklich schon ziemlich bald. Dann wird man wieder schläfrig, dann wird man sehr schläfrig, dann macht es so, und dann wacht man plötzlich wieder. Keiner weiß warum, vielleicht hat die Mittagsglocke geläutet, schon wieder etwas anderes, die Stimmung hat sich sofort verändert. Da vorne geht's zu lange, es läutet nicht, es wird mühsam, es wird anstrengend, und dann läutet's, dann ist plötzlich wieder alles okay. Es verändert sich ja ständig, und wir wissen, dass es so ist. Aber wir vergessen, hier hinzuschauen, weil wir hinschauen, wie könnte ich es angenehm machen und das Unangenehme vermeiden. Und für das müssten wir eigentlich nicht in ein Retreat kommen. Ich meine, das ist das, was wir immer schon gemacht haben. Und ich würde sogar behaupten, anderswo als in einem Ort, wo man stundenlang still sitzen muss und unbeweglich, wäre es wahrscheinlich einfacher, angenehme Erfahrungen hinzukriegen. Also ich hätte eine Menge Ideen, was man tun könnte. Also um das zu tun, was wir immer tun, noch anzusitzen, wenn ich noch das hinkriege und dann morgen, jetzt ist es schon ein bisschen ruhiger und jetzt tut das nicht mehr so weh. Und schon gut, dass ihr euch einrichtet. Aber das ist nicht der Hauptjob hier. Der Hauptjob ist zu sehen und zu beobachten, wie das Leben in Action in uns und um uns herum fließt, läuft, sich ständig verändert, tanzt. Und das ohne uns zu fragen. Da drin ist es wie mit dem Wetter. Da drin ist es wie mit dem Wetter. Manchmal Hochdruckgebiet, dann kommt das Ding mit den Hektopascal, die abstürzen, dann kommt eine Kaltfront, dann ist alles ganz übel, dann kommt Traurigkeit hoch und dann vergeht die wieder, kein Mensch weiß warum. Oder man denkt, man weiß warum, aber warum, dass das so war, ist auch nicht klar. Es ist ein ständiger Prozess des Wandels. Schaut dahin. Und das ist immer offensichtlich. Es ist viel, viel, viel einfacher, als zu versuchen, bestimmte Zustände hinzukriegen, das eh schwierig ist in 2,5 Tagen, kann ich euch sagen. Und wenn ihr sie hinkriegt, keiner bleibt. Auch die tiefsten Versenkungsstufen könnt ihr nicht mit nach Hause nehmen. Also, Weisheit, Erkenntnis, diese Dinge, die an sich offensichtlich sind, aber die wir nicht wirklich sehen können und wollen, in der Moment-zu-Moment-Erfahrung. Wer Unzulänglichkeit sieht, wer sieht, dass all die Dinge, von denen wir immer wieder hoffen, dass sie uns erfüllen werden, meist unbewusst, wenn wir Moment-zu-Moment erkennen,
dass nichts, was entstanden ist und nichts, was vergänglich ist, eine nachhaltige Befriedigung oder eine bleibende Erfüllung geben kann. Er wird langsam aber sicher aufhören, sich noch eine Erfahrung, noch einen Zustand, noch ein weiteres Ding zu wünschen. Weil sie erkannt hat oder er erkannt hat, dass dauerndes Glück, bleibende Erfüllung nicht in entstandenen, vergänglichen, in sich ständig verändernden Erfahrungen liegen können. Befreiung durch das sogenannte Tor der Wunschlosigkeit wird möglich. Wenn ihr es nochmal anwendet auf Meditationszustände, von denen man gelesen hat und weiß, vielleicht schon gehabt hat, die angenehm waren, die toll waren, wenn jemand Glück hat mit Sammlung und schon lange dran ist, dann kann er wunderbare Zustände hinkriegen. Die können wir nicht mitnehmen. Die sind schlecht transportierbar. Wenn es uns aber gelingt, zutiefst okay zu sein mit jeder Erfahrung, egal welche, das ist völlig etwas anderes. Dann haben wir in unserer Haltung etwas verändert. Und nicht in Bezug auf Zustände, die eh nicht bleiben können. Die können gar nicht. Das ist das, was wir immer wieder versuchen zu lehren. Und es ist das, was schwierig ist zu hören, weil wir so ausgerichtet sind auf weniger unangenehm, angenehm. Und das schafft Meditation nicht. Besonders nicht in ein paar Tagen. Und wenn sie es schafft, dann bleibt sie nicht. Wir gehen raus und irgendetwas kann passieren. Oder irgendwie da drin kann etwas passieren. Null Garantie in diesem Leben. Wenn das alles okay ist, und ihr seht, warum es ein langer Weg ist, aber es ist ein wirklich befreiender Weg. Wer Abhängiges, Bedingtes entstehen und damit nicht selbst oder nicht selbst Existenz aller Dinge des Daseins sieht und die Nicht-Erfassbarkeit des Seins zutiefst erfährt, wird langsam aber sicher aufhören, die Dinge, die Moment-zu-Moment-Erfahrungen als ich, mich oder mein zu sehen und zu ergreifen. Und wird langsam aber sicher aufhören, sich selbst und dem Dasein eine Art von solider Wirklichkeit zuzuschreiben, die es nicht hat, die es nie hatte und nie haben wird. Das ist ein bisschen komplexer, dieser dritte Teil, werde ich heute Abend nicht erklären. Durch klare Nicht-Identifikation und Nicht-Ergreifen und Erfassen wird Befreiung durch das sogenannte Tor der Leerheit möglich. Jemand hat gesagt, sich gerade in der Meditation ständig zu bemühen, andere Erfahrungen hinzukriegen, bessere, schönere, angenehmere Erfahrungen hinzukriegen, sei vergleichbar mit dem Arrangieren der Deckstühle auf der Titanic. Ist die richtig gut aussehen und schön hinkriegen. Das ist so, verrückterweise. Im Dhammapada, buddhistischer Texten, Versen des Buddha, heißt es, wer den Pfad vollendet hat, ist vollkommen befreit, frei von Kummer und frei von allen Fesseln. Jene, die den Weg der richtig verstandenen Achtsamkeit des Gewahrseins gehen, haften nicht an Orten, an Menschen oder an Dingen. Wie Schwäne erheben sie sich vom See, lassen Orte, Menschen und Dinge los. Jene, die nichts mehr anhäufen, die alle Dinge klar durchschauen, die in der Befreiung weilen, ihre Spur ist nicht zu finden, wie die der Vögel in der Luft. Wer in der Weisheit befreit verweilt, beruhigt ist und gestillt, voller Frieden ist dieses Menschen Herz und Geist, voller Friede sind seine Worte, voller Friede ist sein Tun. Ein oft rezitierter Vers in der Theravada-Tradition lautet, alle bedingten Erscheinungen sind vergänglich. Alle bedingten Erscheinungen sind unzulänglich. Alle Erscheinungen sind nicht selbst. Mit Weisheit dies erkennen, wendet man sich ab vom Leiden. Dies ist der Weg der Befreiung. Eine Gefahr gerade bei der Praxis der Vergänglichkeit und der Unzulänglichkeit und des konsequenten sich Auseinandersetzens mit Vergänglichkeit und Unzulänglichkeit ist Niedergeschlagenheit. Gibt es, habe ich immer mal wieder gesehen, kann einem auch passieren. Das heißt, wir erkennen, wir sehen, dass alles unstet ist und vergänglich ist und sind dann frustriert, enttäuscht, gedrückt
hat es sogar resigniert, entmutigt. Oft ist es sogar die Furcht hiervor, die uns daran hindert, klar und konsequent die Vergänglichkeit zu betrachten, weil wir befürchten, wenn wir das wirklich sehen, dann wird es ganz schlimm sein. Und die Furcht ist in dem Sinne nicht unbegründet. Ich würde sagen, wenn wir auf halbem Weg zögern und stehen bleiben, kann genau das passieren. Und ich meine nicht auf halbem Weg auf einer langen Wegstrecke, sondern im Prozess der Erkenntnis. Wir müssen die Vergänglichkeit sehen und dann auch loslassen. Wir müssen die Vergänglichkeit sehen und akzeptieren. Nur wenn wir auch loslassen und akzeptieren, steht die Freiheit. Wenn wir sie nur sehen und weiter daran festhalten, dann steht der Frust. Und interessanterweise tun wir das immer wieder. Wir sehen es sogar und halten immer noch fest. Meine erste wirklich tiefe Beziehung, noch fast so eine Jugendbeziehung, war vielleicht 22, die dauerte nicht sehr lange, 2, 3, 4 Jahre. Und der Schluss davon habe ich 5 Jahre lang festgehalten. Sie war schon lang weg, sie war in Asien, sie ist mittlerweile verheiratet, sie hat ein Kind. Man kann Dinge, die schon längstens weg sind, noch jahrelang festhalten und wahnsinnig daran leiden. Kleineren oder größeren Maß kennen wir das alle. Das ist ein Beispiel. Wir müssen die Vergänglichkeit sehen und dann auch wirklich verstehen und lernen und sehen, was Loslassen bedeutet. Nicht mehr anhaften und es auch tun. Das können wir im Kleinen üben hier. Dinge, die wir haben möchten, es wird jetzt gerade endlich ruhig. Wow, jetzt habe ich's. Und dann hustet der Idiot nebendran und alles ist wieder weg. Okay, so what? Es war ruhig und jetzt hustet, es ist alles okay. Jetzt war es ruhig und jetzt fängt das Knie wieder an. Und umgekehrt annehmen, es wechselt von angenehm zu unangenehm, von unangenehm zu angenehm. Was immer es ist, mit dem sein, was ist, sehen, wie es sich ständig verändert und sich darin üben, Ja dazu zu sagen. Das ist eigentlich das Wesentliche. Egal was es ist. Wenn wir das üben, dann üben wir etwas Wertvolles schon für nächsten Sonntag. Bankei schreibt zu diesem Thema: Da dieser treibenden Welt letztlich keine Wirklichkeit zukommt, statt deinen Geist an Dinge zu hängen, lass los, lass los. Eitles Streben, krampfhaftes Halten, ich habe nichts mehr damit im Sinn. Darum kann ich jetzt behaupten, die ganze Welt ist wahrhaft mein. Voltaire hatte das auch schon erkannt, hat es etwas anders dargestellt. Er hat gesagt, das Leben ist ein Schiffbruch, aber wir wollen nicht vergessen, in den Rettungsbooten zu singen. Es braucht also klares Sehen und Erkenntnis und tiefes Loslassen und Annehmen. Das ist die Praxis. Und dann und nur dann kann man von Toren der Befreiung sprechen. Und hier wird auch klar, eigentlich ist es ein einziges großes Tor. Es ist das Tor des Nicht-Erfassens, des Nicht-Ergreifens, das Tor des Nicht-Festhaltens, der Moment-zu-Moment-Erfahrung, egal was es auch sein mag. Was immer auch erscheint, was immer auch ist oder sein mag, es nicht zu erfassen. Ob unten oder oben, ob außen oder innen, erwünscht oder gefürchtet, wir halten nichts fest. Dann sind wir frei. Und das Leben läuft immer noch ganz von selbst, wie jetzt auch. Nicht, dass etwas nicht mehr da ist, außer Leiden. Und Erkenntnis bedeutet auch mehr und mehr, dass ihr anfängt zu sehen, halt in kleineren Dingen, was passiert, wenn wir Dinge, Erfahrungen, die sich verändern, festhalten. Was passiert in uns, wenn wir Erfahrungen, die da sind, aber die nicht haben wollen, wenn wir dagegen ankämpfen, uns dagegen wehren. So wie die Geschichte mit dem zweiten Pfeil. Etwas ist schmerzhaft, etwas ist unangenehm. Und das ist schon schlimm genug. Aber dann kommt noch der Ärger darüber, der Widerstand dagegen, die Aversion, die Schuldzuweisung, das ist der zweite Pfeil. Völlig überflüssig.
ein Pfeil reicht schon, wenn es unangenehm oder schmerzhaft ist und wir nichts ändern können daran. Noch ein zweiter Pfeil. Und wir tun es ständig. Schaut hin. Keine Erfahrung, kein Zustand, kein Ort, keine Bedingung, die wir festhalten oder die wir um jeden Preis loswerden wollen. Dann entsteht Freiheit. Immer öfters. Meistens nicht der große Bingo. Ist immer wieder sehen wir, verstehen wir, können wir annehmen. Immer wieder sehen wir, verstehen wir, können wir loslassen. Und jedes Mal entsteht Mini-Nirvana, kleine Befreiung. Und der Geist beginnt zu verstehen, mehr intuitiv als intellektuell. Ich möchte mit einem christlichen Mystiker schließen. Ihr sollt wissen, dass all unsere Vollkommenheit und all unsere Seligkeit darin liegen, dass der Mensch durch und über alles Geschaffene und Zeitliche und alles Wesen hinausgehe und in den Grund steige, der ohne Grund ist. Das nicht festhalten und ergreifen, diesem schrecklichen und wunderbaren, mysteriösen Dasein.